Das war nicht das, was er sich erhofft hat, der Sieger von 1992 hier in Oberstdorf. Aber da macht sich eben doch die lange Pause bemerkbar. 5 Wochen waren es, nachdem er den Oberarm gebrochen hat. Natürlich, die Reha hat gut angeschlagen. Toll, dass er überhaupt hier dabei ist, aber zumindest nach dem ein oder anderen Sprung in der Vorbereitung hatte man sich hier viel, viel mehr erhofft. Und Goldberger, der hat die gesamte Vorbereitung absolviert, auch wenn er sich vor der Saison die Schulter ausgekugelt hat. Dennoch, an einer Operation ist er vorbeigekommen, ist voll im Training und absolut zurück in der Weltspitze. Die letzten 5 Mal unter den besten 10. Goldberger, 2-mal Turniersieger. Was macht er heute? Ja, nun, er kommt sicher weiter, aber mehr auch nicht. Weit zurück hinter seinen Landsleuten. 10 Meter Rückstand auf Höllwart und Morgenstern. Christoph Duffner leider ausgeschieden. Andreas Goldberger kommt eine Runde weiter, aber kommt heute sicher für den Sieg nicht in Frage. Also der entscheidende Punch in diesem Duell ist dem Österreicher gelungen. Wie gesagt, die beiden verbringen sogar Urlaube zusammen. Haben vor kurzem noch telefoniert, als der andere Geburtstag hatte. Sie werden das unter Freunden regeln. Tainer, der Pole, liegt vor. Und dann der letzte Japaner mit Kasai. Aber im Moment im Stadion die Ruhe vor dem Sturm. Denn in den letzten 3 Partien danach sind Martin Schmidt, Janne Ahon, Sven Hannawald. Und dann wird sich zeigen, was die Weite von Martin Höllwart zwar windbegünstigt, aber nun dann. Auch das muss man erstmal ausnutzen. Wert ist 122,5 Meter stehen für den Führenden zu Buch. Tainer chancenlos mit 103 Metern. Als nächstes dann Kasai. So zuversichtlich, Sven Hannawald. Nicht nur heute, wirkt ganz anders als auch etwa noch in Engelberg vor den Springen. Völlig konzentriert, routiniert. Ist wieder im Tunnel und hat den Ablauf, den er braucht. Zunächst aber Kasai. Klasse. Er deutet an, dass er bei besseren Verhältnissen einer ist, der unter die besten 10 springen kann. So muss er sich damit begnügen, einfach nur weiterzukommen. Kasai in der nächsten Runde, aber jetzt kommt der Zweikampf. Der erste, der hier wirklich alle elektrisieren wird, Martin Schmidt gegen den jungen Finn Akseli Kokkonen. Schmidt schon da und unter seinem Auge jetzt zunächst mal der 18-jährige Kokkonen. Aber der stellt sicherlich nicht das Problem der Akseli Kokkonen, auch wenn der auf sich aufmerksam gemacht hat in diesem Winter. Den hat Schmidt im Griff, so wie er zuletzt drauf war. Trotzdem guter Versuch von dem kleinen Kokkonen, aber den können wir vergessen, was Martin Schmidt angeht. Denn jetzt geht's los. Das ist hier der Slogan im Stadion. Lass sie alleine mit dem ersten Versuch dieser Tournee von Martin Schmidt. Höllwart in Führung mit 122,5. Er hat etwas bessere Verhältnisse als die Springer vor ihm. Weniger Rückenwind als die Springer vor ihm. Im Moment dreht sich das Windfähnchen wieder. Leichter Wind von hinten, aber eben nur leichter. In der Mitte fast neutral. Das sind gute Verhältnisse jetzt für Schmidt. Die gilt es zu nutzen. Und ein toller Versuch von Schmidt. Jawohl! Martin Schmidt ist dabei. Sehen Sie sich an, wie er sich freut. Das ist die große Erleichterung. Der wusste ja noch gar nicht im Oktober, November, ob er überhaupt springen kann bei der Tournee. Er springt 121 Meter und diese Leistung ist noch höher einzuschätzen als die der beiden Österreicher Morgenstern und Höllwart. Und er hat zumindest im Vergleich zu den Springern vor ihm das Beste draus gemacht. Er hatte etwas bessere Verhältnisse, nicht so gute wie die Österreicher. Aber schauen Sie sich das an, Martin Schmidt. Und die Erleichterung bei der Physiotherapeutin Nicole Hoffmeier, die ihm bis gestern Abend noch das Knie behandelt hat. Reha ist ja nach wie vor erforderlich, aber Martin Schmidt auf Rang 2 im Moment.
von den Lucky Losern kommt noch Morgenstern dazu. Dann ist Schmidt Dritter. Klasse Leistung von Martin Schmidt. Und mal sehen, was jetzt in dieser Partie Legal gegen Ahonen möglich ist. Und danach dann Svenhanov. Es geht auch weit hinunter für Florian Legal. Ja, das ist für Ahon schon 116 Meter. Die muss man erstmal springen. Großartig, Florian Legal. Schauen wir mal, wo er sich einreiht. Wenn er hier dieses Duell nicht gewinnt, dann hat er eine gute Chance dabei zu sein. Es sollte eigentlich so oder so reichen für Florian Legal. Und gut sieht es auch aus für Stefan Hocke. Er, kann man jetzt schon sagen, hat es geschafft über die Regelung der Lucky Loser. Janne Ahon, was ist ihm zuzutrauen? Sicherlich sehr, sehr viel. Hat sich in fantastischer Verfassung präsentiert, ist immer stärker geworden, hat in Engelberg seinen 14. Weltcupsieg geschafft. Und schauen Sie selbst. Bisschen Seitenwind, aber auch Wind von vorn. Jetzt wartet die Jury. Sie haben vorhin nicht gewartet, als Morgenstern und Höllwart kamen. Das darf man mal kritisch anmerken. Vielleicht hat man jetzt gesehen, naja, das ist schon eine Menge Aufwind für den Springer wie Ahonen. 2 Meter Aufwind hat er jetzt oben am Schanzentisch. Das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil. Und Tommy Nikun, sein Trainer, hat schon das leichte Siegergrinsen auf den Lippen. Jetzt kann sich Ahonen sicher in Führung setzen, wenn ihm ein guter Sprung gelingt. Und das sieht so aus, das sieht so aus, jawohl. Ja, aber so ist das nun mal. Oft genug angesprochen, man muss sich die Natur einfach zunutze machen. Und man muss die Gunst der Stunde nutzen. 124 Meter für Ahonen, eine Führungsübernahme mit Ansage, aber der nächste ist Sven Hannawald. Und wenn der Aufwind hat und er hat immer noch Aufwind im Hang, dann kann man nur hoffen, dass Walter Hofer jetzt ganz schnell Miran Tepisch, seinem technischen Direktor, sagt: Grün für die Ampel, runter mit Hannawald. Und dann ist hier richtig was los, denn dann haben auch die besten Verhältnisse. Kann jetzt nicht schnell genug gehen für Sven Hannawald. Wenn er in dieser Phase abgelassen wird, dann übernimmt Sven Hannawald Platz 1. Technisch in Ordnung. Und das ist die Kanone, die er zünden wollte, Sven Hannawald. Bravo! Das sind Topnoten, das sind 125,5 Meter. Und das ist Rang 1, 4x die 20. Das ist die klare Führung für Sven Hannawald. Ja, geht das denn hier schon wieder los? Eben im Bild Vater Andreas, Mutter Regina. Es sind die kleinen Schritte gewesen. Er hat jetzt Gewichte hinten auf den Schieß. Sven Hannawald wollte sich da ja gar nicht von überzeugen lassen. Springt einen aerodynamisch anderen Helm als im letzten Jahr. Neuen Anzug. Es sind die kleinen Mosaiksteine gewesen. Und vergessen wir nicht, auch Hannawald hatte diese Knieprobleme. Knie-OP im Mai. Und er ist wieder zurück. Da ist viel richtig gemacht worden bei Schmidt und Hannawald in der Steuerung auf die Vierschanzentournee hin. Das ist jetzt schon sicher. Roa Jockelzoll schließt diesen Durchgang ab. Sieger der Qualifikation. Dürfte Hannawald nicht gefährden können, aber er setzt sich auch nach vorne. Wird als Verlierer weiterkommen, ist sicherlich auch im zweiten Durchgang Roa Jockelzoll mit seinen 117 Metern. Wir haben einen Durchgang gesehen, der ganz nach unserem Geschmack war. Sven Hannawald besiegt natürlich in diesem Duell den qualifikationsbesten Roa Jockelzoll, wie es gute Tradition ist aus dem letzten Jahr. Es gibt so viele Parallelen zum Vorjahr, dass es fast schon beängstigend ist. Auch diesen Jubel der Eltern, der Schwester, das alles haben wir schon gesehen. Sven Hannawald, der lacht wieder richtig natürlich, da ist nichts mehr künstlich, nichts mehr gezwungen. Und er ist der Beste gewesen, der beste Mann seines Coaches. Reinhard Hess, der weiß ganz genau, was er an diesem Sven Hannawald hat. Ganz bedächtig bewegt er sich. Das haben wir bei der letzten Tournee schon gesehen. Nur nicht zu viel Energie verschwenden. Martin Schmidt steht bereit.
Vorher aber Veli Matti Lindström. Ein 18-jähriger vorn mit Kofler, jetzt der 19-jährige Finne Lindström. Schneller Ski, steht gut in der Luft, aber das ist keine Leistung, die nicht zu schlagen wäre. Auf gar keinen Fall von Martin Schmidt. Der Blick auch jetzt auf die Windfähnchen. Konstanter Rückenwind, Wind von hinten. Also für alle, die jetzt oben stehen, die ganz großen Weiten scheinen momentan nicht möglich zu sein. Auch Lindström verliert an Boden. Konzentrier dich auf deine Technik. Das hat Steyert vorhin zu ihm gesagt. Das gilt sicher auch für diesen Durchgang. Es wird bestimmt sein bestes Saisonresultat. Aber was kommt am Ende raus? Das ist klasse! Das ist klasse! Das ist Rang 1 für Martin Schmidt. Er hatte sicherlich nicht die besten Verhältnisse. Diesmal im ersten Durchgang war es deutlich besser. 119 Meter, damit wird er vorbeiziehen an Andreas Kofler und zwar deutlich. Martin Schmidt, mindestens Fünfter in Oberstdorf. Das ist eine Position, um zu attackieren, auch sogar schon bei der Tournee. Das ist ein Comeback, ganz nach dem Wunsch der Zuschauer hier. Eine Erfolgsgeschichte mit Rückschlägen, gerade in Engelberg, als er einmal das Finale verpasste. Und er ist so viel gereift, auch als Mensch. Vielleicht durchs letzte Jahr, als er im Schatten stand von Sven Hannawald, der Martin Schmidt. Er hat das alles wegstecken können. Viele haben gedacht, vielleicht zerbricht er dran. Aber Schmidt hat alle eines Besseren belehrt. Kann Morgenstern Schmidt überholen? 16 Jahre jung und das ist keine gute Leistung für Morgenstern. Der hatte natürlich Vorsprung von Martin Schmidt. Aber das ist das Niveau, was er bringen kann. Das ist immer noch beachtlich mit 110 Meter. Es wird nicht reichen, um an Schmidt vorbeizuziehen. Damit sicher Schmidt auf jeden Fall schon Vierter. Begünstigt im ersten Durchgang, aber Kompliment, wie er das ausgenutzt hat und was er rausgeholt hat. Die Österreicher haben eine Menge gute Leute heute für Morgenstern. Das beste Ergebnis einer so jungen Karriere, wie sie alle heißen. Hafele, Kofler, Turnbichler, Morgenstern. Sie sind die Lotte der Zukunft, aber das ist die Weltklasse der Gegenwart, die jetzt noch oben steht. Höllwart, Ahonen, Hannawald. Zunächst Höllwart. Muss jetzt über die rote Linie springen, um Martin Schmidt zu schlagen. Und schauen Sie, wie hoch der in der Luft steht, Martin Höllwart. Weltcup-Führender hatte deutlichen Vorsprung vor Martin Schmidt und das ist Rang 1. Gleiche Weite wie Schmidt, der aber voll etabliert ist wieder in der Weltspitze. Der jetzt auf einmal mithalten kann mit Höllwart, auch wenn er noch den Tick stärker ist. Und natürlich auch durch diesen bezaubernden ersten Durchgang hier in Führung geht. Höllwart ist da. Höllwart wird auf jeden Fall auf dem Treppchen stehen. Und jetzt kommen zwei, die die Tournee schon gewonnen haben. Janne Ahonen. Zum 11. Mal dabei. Erster bei der Tournee 98-99. Er sollte sich auf jeden Fall vor Schmidt schieben, hatte deutlichen Vorsprung und einen viel schnelleren Ski. Janne Ahonen, jawohl. Der ist dabei und das war zu erwarten. Ahonen ist einer der Favoriten, das ist ganz klar. 118,5 Meter, aber auch etwas kürzer als Martin Schmidt. Dennoch ist er auf jeden Fall vor Schmidt. Reicht es auch für Höllwart? Nein, ganz knapp hinter Höllwart. 0,2 Punkte Rückstand für Ahonen. Höllwart bleibt vorne, der Weltcup-führende Höllwart. Wird er heute seinen vierten Weltcup-Sieg der Saison feiern oder schafft Hannawald seinen zweiten? Deutschland gegen Österreich. Und dieses Mal richtig viel Wind von hinten für Sven Hannawald, der jetzt aber im Moment zurück wird. Da ist der Blick auf den Windmesser fast spannender als der Blick nach oben. Sie alle versuchen jetzt auch Wind da unten zu erzeugen, machen viel, viel Wirbel unten. Sie alle wollen helfen. Schafft Sven Hannawald seinen fünften Sieg in Folge. Gibt es in Oberstdorf einen fünften deutschen Sieg in Folge? Alle verantwortet mit von Reinhard Hess. Zweieinhalb Meter Vorsprung etwa. Er muss über den Konstruktionspunkt springen. Und jetzt gibt Hannawald alles.
Langsamer Schirmer, das reicht, das reicht, das reicht! Der fünfte Sieg in Folge für Sven Anderwald. Er schafft 119 Meter und hat Vorsprung aus dem ersten Durchgang. Haha, was ist das für ein Auftakt der Vierschanzentournee? Blau gegen Rot und Blau hat gewonnen. Oh, wie erinnert das alles an diese letzte, an die 50. Tournee. Der Sieger in seinem Element. Und da bleiben wir natürlich noch da und haben alle Ruhe, einen Sprung anzuschauen, zu dem es nichts mehr zu sagen gibt. Im ersten Durchgang hat er gute Verhältnisse gehabt, im zweiten schlechte. Und jetzt steht hier wirklich alles Kopf. Er schaut ja nie hin, sein Servicemann Peter Lange, der auch harte Tage hat bei der Tournee. 4-5 Stunden Schlaf, das muss reichen, wenn man Ski präpariert bis tief in die Nacht, damit diese Jungs gut springen. Und von A bis Z hat Anderwald sein sensibles System